Hallo, schön, dass du dabei bist heute zu unserem sehr interessanten Thema, wie nicht nur ich finde, und zwar Hochsensibilität, auch ich glaube abgekürzt HSP. Und hallo, liebe Silke, schön, dass du auch da bist. Hallo lieber Jens, schöne Grüße aus Hamburg. Ja, genau, schöne Grüße nach Hamburg. Das wollte ich jetzt eigentlich zuerst sagen. Hallo, schöne Grüße aus Bad Vilbel. Genau, wir sprechen heute über Hochsensibilität und zwar nicht nur, wie ich besser damit umgehen kann, wenn ich das selber habe, leichter und einfacher in meinem Alltag, sondern auch vielleicht, wie ich einfacher mit Menschen umgehen kann, die hochsensibel sind. Und deswegen haben wir uns natürlich auch gerade mal dich eingeladen, sozusagen, um darüber zu sprechen, weil du bist nämlich in der Tat hochsensibel. Liebe Silke, was ist denn überhaupt das Hochsensibel? Ja, danke Jens für die Einladung und für die Frage. Du hast eingangs einmal gesagt, was ist denn, wenn ich es habe, wenn ich Hochsensibilität habe? Aber eben hast du es richtig gesagt, wenn ich hochsensitiv oder wenn ich hochsensibel bin. Das ist eine Eigenschaft. Und was macht diese Eigenschaft? Hochsensibilität heißt, ich nenne es lieber Hochsensitivität oder noch schöner auf Deutsch ausgedrückt, Wahrnehmungsstärke. Ich bin ein wahrnehmungsstärker Mensch, eine wahrnehmungsstarke Person. Ich bin hochsensitiv und das heißt, es sind bei mir alle Wahrnehmungskanäle gleichzeitig geöffnet. Und das heißt, sehen, hören, schmecken, riechen tun wir alle und alles andere noch so fühlen, Wärme, Kälte, also alles findet gleichzeitig statt bei hochsensitiven Menschen. Und das kann man sich so vorstellen. Ich zeige immer das Bild. Stellt euch vor, ihr habt 20 verschiedene Fernseher um euch rum und auf jedem läuft ein anderes Programm. Alle sind an und ihr könnt keinen abschalten. Klingt So erstmal beschreibe ich die anstrengend. Sensitivität. Klingt erstmal anstrengend, ne? Das kann sehr anstrengend sein, ja. Und wenn man damit umzugehen lernt, dann ist es aber schon eine echte Bereicherung, so viele Eindrücke gleichzeitig zu haben und zu bekommen, weil ich spare mir sehr viel Zeit in vielen Dingen. Ich kann komplexe Situationen sehr schnell wahrnehmen, Menschen, vermeintlich schwierige Menschen, sehr schnell durchschauen. Also es hat schon auch seine Qualitäten, diese Hochsensitivität. Okay, das heißt, da kommen wir auch gleich dazu, wie kann ich denn damit besser im Alltag sozusagen umgehen, wenn ich das jetzt habe und vielleicht jetzt nicht wie du, weil du bist hochsensibel und bist dir dessen auch bewusst und kannst schon sehr, sehr, sehr gut damit umgehen. Aber für Menschen, die es vielleicht noch nicht können oder vielleicht gar nicht wissen, dass sie es sind, wie können wir im Alltag vor allem besser damit umgehen? Ja, sehr gute Frage. Auch das habe ich gelernt. Ich weiß seit ungefähr 10 Jahren, jetzt seit 11 Jahren, dass ich hochsensibel bin. Also ich wusste schon immer, irgendwas ist komisch, irgendwie bin ich so anders als die anderen, aber ich wusste nicht, was es ist. Und vor 11 Jahren habe ich entdeckt, dass das, was ich habe und das, was ich bin, diese besondere Begabung, dass das Hochsensibilität heißt, dass es so genannt wird. Als ich das entdeckt habe, dachte ich, wow, okay, da gibt es Bücher drüber, da gibt es Gesprächskreise drüber, da gibt es Ansprechpartner, oh, wie toll. Dann habe ich mich erstmal informiert und habe gemerkt, okay, ich war so erleichtert, ich bin überhaupt nicht alleine damit und ich bin nicht sonderbar, sondern ich bin etwas Besonderes. Aber auch nicht ganz so besonders, denn zwischen 20 und 25% der Menschen sind hochsensitiv. Also ein Viertel der Menschheit ist jetzt keine Kleingruppe mehr. Und als ich mich damit immer mehr beschäftigt habe, Sachen gelesen habe, Gesprächskreise aufgesucht habe, habe ich da einen guten Austausch gehabt und habe gelernt, wie ich damit im Alltag besser umgehen kann. Und da kommen so ganz kleine Tipps. Gerade in Gesprächsgruppen kamen so Tipps wie, also wenn ich mit der S-Bahn fahre, dann mache ich mir immer Ohrstöpsel ins Ohr und dann lese ich mein Buch, um mich irgendwie besser zu konzentrieren.
Total easy. Habe ich vorher nie gemacht. Und als ich das dann aber mal, diese Kleinigkeit, umgesetzt habe, in der S-Bahn Stöpsel in die Ohren und mein Buch gelesen, das war großartig. Also manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten, die sehr gut weiterhelfen im Alltag. Ja. Jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit sozusagen, wo wir ja in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind und vielleicht ein paar Dinge machen dürfen, die gerade für Menschen, die hochsensibel sind, eher anstrengender sind als vorher. Also passt, finde ich, auch im Moment so ein bisschen in die Zeit, ne? Sich damit auseinanderzusetzen sozusagen oder es mal so zu betrachten. Ja, wir sind in der Corona-Zeit und ich war heute Morgen um 7:30 extra sehr früh zum ersten Mal einkaufen mit Mundschutz. Also im Fahrrad gefahren, nicht mit der U-Bahn und so, sondern so lange wie möglich frei in meiner Freiheit. Und natürlich, als ich in den Laden gegangen bin, habe ich meine Maske angezogen und schnell einen Einkaufswagen geschnappt und genau dorthin gegangen, wo ich hin wollte. Und es waren erstaunlich viele Leute schon unterwegs, also mehr als ich erhofft hatte, waren in dem Laden. Und was ich nicht bedacht habe, um die Zeit sind natürlich auch die Verkäufer oder die Einräumer da mit ihren großen Wagen und stehen da ein bisschen im Weg. Und ich war da mit meiner Maske selber schon eingeschränkt in meiner Freiheit. Ich kann das überhaupt nicht leiden, den Mund hier so zu haben. Spitze drunter, also alles sehr unangenehm. Dennoch habe ich es gemacht und geschafft, hatte meinen Einkaufszettel. Das ist für mich jetzt in dieser Zeit noch wichtiger als sonst, dass ich genau wusste, ich kaufe das und das. Und wenn ich das habe, sofort zur Kasse gehe, nicht über los, ziehe keine 4.000 Mark ein, gehe direkt an die Kasse. Ja, genau. Ja, es ist wirklich sehr anstrengend und die Kassiererin hatte keine Maske, aber die saß ja auch hinter einer Plexiglasscheibe. Aber andere Einkaufende und auch die Regaleinräumer hatten unterschiedliche Maskenschutzvorrichtungen im Gesicht. Aber es ist ja für jemanden, der hochsensibel ist, für jemanden, der hochsensibel ist, ist es doch noch, kann ich mir gut vorstellen, weil ja die Sinne, die sind ja irgendwie ausgeprägter, ne? Ist es dann noch anstrengender, ne? So eine Maske. Genau. Ja. Das nicht nur für mich, die eigene Maske plötzlich hier, und es ist so warm, ich kriege nicht gut Luft, sondern die anderen Menschen anschauen und wenn es ja noch ein nettes Blümchentuch ist, okay, jetzt habe ich schon jemanden gesehen, der hatte hier so einen Totenkopfmund davor gehabt und das tut mir weh, das fühlt sich an, als sei ich ein Darsteller in einem Krimi oder wie im Krieg, also Leute, lauter Masken begegnen mir und schlimm finde ich auch diese langen, diese dreieckigen, weiß ich nicht, da muss ich so an Krieg der Sterne denken oder Star Trek, Jedi-Ritter, ich weiß nicht. Also es tut teilweise richtig körperlich weh und ich wusste genau, gleich habe ich es geschafft. Ich bin schon an der Kasse, da draußen steht mein Fahrrad, ich freue mich schon. Ja. Und als ich aus dem Ausgang war, sofort Maske runter, erstmal groß und tief durchgeatmet. Auch ein Tipp für den Alt, auch für Nicht-Hochsensible. Ja. Es ist nicht schön, mit dieser Maske rumzulaufen. Ja, das stimmt. Mal tief durchatmen, wenn man draußen ist und mal eine Runde entspannen und Fahrrad packen, losstrampeln, dann war meine Welt wieder halbwegs in Ordnung. Ja, aber das ist schon echt anstrengend. Wenn jetzt jemand merkt oder das Gefühl hat, ich könnte auch hochsensibel sein oder generell, ich habe solche, sag ich mal so, Ausschwankungen in bestimmten Sinnesbereichen, wie kriegt man denn mit, dass man hochsensibel ist? Das Erste und wie kann ich dann als nächsten Schritt damit am besten umgehen? Ja, sehr gut. Wie kriege ich es mit? Also immer, wenn Leute sagen, du bist komisch, ach, du bist so weich, schaff dir mal ein dickeres Fell an oder so. Wenn Leute das schon oft gehört haben, dann dürfen sie sich mal Gedanken machen und dürfen sich mal informieren über Hochsensibilität.
Und es gibt im Internet verschiedene Tests, also Fragebögen, die man dann ausfüllen kann, so mit ankreuzen. Und dann gibt es ein Ergebnis bei so vielen Punkten, so viel so und so. Und da gibt es Ausprägungen. Einmal gibt es ein sehr klares, ich sag mal, bei 90 von 100 Punkten ist sehr eindeutig: Herzlich willkommen, Sie sind eine wahrnehmungsstarke Person. Ja, gut. Hört sich sehr positiv an. Und da gibt es halt so, ja, ist es eben, ist es ja, ja auch. Ne? Aber es gibt auch Leute, die sind so dazwischen. Die sind, die treffen nicht voll ins Raster, Hochsensibilität, aber in einigen Bereichen sind sie es eben doch. Und dann dürfen auch diese Menschen sich mal mit dem Thema beschäftigen. Dann gibt es im Internet auch Literaturhinweise, Bücher und in einigen Büchern sind dann auch Hinweise auf die Gesprächskreise. In fast allen großen Städten in Deutschland gibt es mittlerweile zum Glück, wie schön, Gesprächskreise. Naja, jetzt werden die wohl nicht stattfinden. Vielleicht gibt es Zoom-Meetings für Hochsensible, ja, ganz bestimmt. Ja. Bisher war es so, es gab Gesprächskreise und ich hatte vor 10 Jahren ein Treffen in Frankfurt kennengelernt, bin da einfach mal hingegangen. Und das Schöne dort ist, das ist keine Selbsthilfegruppe im Sinne von, oh, wir jammern jetzt alle mal, sondern ein Gesprächskreis, der sich darum dreht, die positiven Eigenschaften der Wahrnehmungsstärke darzustellen und sich auszutauschen, zu bestärken und auch Tipps zu geben, wie wir so im Alltag damit gut umgehen können. Und da gab es diesen Tipp mit Ohrstöpseln in der S-Bahn und noch andere diverse so Tipps. Also jeder Hochsensible hat ja schon so seine Erfahrung gemacht und hat so seine, ich nenne sie mal Schutzmechanismen, rausgefunden oder seine Stärken gefunden und die Stärke gestärkt. Und wenn man Stärken stärkt, dann fallen die Schwächen irgendwie so ein bisschen nach hinten. Ja, liebe Silke, die Zuschauer hier, die können sich auch sehr, sehr gerne natürlich auch an dich wenden in Fragen oder aber, wenn sie dort auch Hilfe brauchen. Also ihr könnt euch gerne an uns oder auch direkt an die Silke wenden, was Hochsensibilität generell betrifft und wie man damit besser umgeht. Und jetzt, liebe Silke, auch noch die Frage, wie gehe ich denn mit Menschen um, die hochsensibel sind? Das heißt, wie kann ich denn mit diesen Menschen leichter umgehen sozusagen? Das ist auch eine super Frage, weil sehr lustig, als ich vor 10, 11 Jahren bemerkt habe, oh, ich bin hochsensitiv, hochsensibel und da gibt es einen Gesprächskreis, da habe ich meinem Freund, der nicht hochsensibel ist oder war, Ex-Freund, habe ich gesagt, oh, ich bin hochsensibel, da gibt es einen Gesprächskreis, ich will dahin und er hat gesagt, okay, ich gehe mit. Sehr spannend. Und er war nicht hochsensibel. Das ist sehr, sehr toll, wenn man also, wenn ich weiß, ich bin hochsensibel und weiß, da ist jemand, der ist nicht hochsensibel, am besten ist schon mal, ich sage es ihm, sowas wie, Achtung, ich bin hochsensitiv, ich ticke so und so. Wenn jemand das nicht weiß, habe ich es jetzt mit einem hochsensiblen Menschen zu tun oder nicht? Ich meine, im Grunde zählen erstmal ganz normale Werte, respektvoll miteinander umgehen, zuhören, pünktlich, verbindlich sein und all sowas. Menschen, die nicht hochsensibel sind, wie gehen die, was können die am besten machen, um gut mit einem hochsensiblen Menschen umzugehen? Erstmal ganz viel Verständnis zeigen und Geduld haben. Und auch gerne fragen. Einfach fragen, wie fühlst du dich gerade, wie geht es dir gerade, wenn ein hochsensibler Mensch und ein nicht hochsensibler zusammen spazieren gehen, dann ist es gut, wenn der Hochsensible immer zwischendurch gefragt wird, wie geht's dir denn, wie fühlst du dich, ist es okay, bist du gerade überfordert oder nicht. Das finde ich ganz gut und ich bin sehr dankbar. Einige Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich nicht gerne viele Menschen um mich rum habe und dann gehe ich eben doch mal auf ein Treffen, in Corona-Zeiten jetzt gerade nicht, dann gehe ich doch mal unter Menschen mit jemandem und der fragt dann zwischendurch, Silke, geht's noch? Kannst du,
kannst du noch oder bist du zu erschöpft? Das ist gerade sehr anstrengend hier, so viele Menschen, so viele Eindrücke. Dann ist es gut, wenn die nicht hochsensiblen fragen. Weil manchmal, und das geht zumindest mir so, gehe ich über meine Grenzen und denke so, oh ja, geht schon noch, ich halte schon noch aus. Aber diese ganzen Eindrücke, die 20 Fernseher, die ich nun mal nicht ausschalten kann, sind trotzdem an und laufen und dann bin ich sehr erschöpft. Also das mal so als kleiner Hinweis für, wie gehe ich mit einem hochsensiblen Menschen um? Ja, klingt ja jetzt eher so, dass die Krise im Moment für Menschen, also wie du, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich hochsensibel, ne? Du hast das ja auch gut erklärt. Manche haben bei diesen Sinnen mehr das Problem und manche eher bei den anderen Sinnen so das Problem. Aber die Krise als solches mit mehr zu Hause und weniger unter Leute passt ja im Moment eigentlich für Hochsensible ganz gut, ne? Also ja, ich finde es tatsächlich entspannt, dass auf der Straße viel weniger los ist, Menschenansammlungen gibt es jetzt nicht, was ich aber auch schade finde. Also, denn es ist ja auch verboten, dass ich mich mit meinen 20 Unternehmern treffe. Und 20 Leute, die ich kenne, mit denen ich schon seit 3 Jahren zusammenarbeite, das ist schon echt schade. Also, dass diese Treffen eben, ne, gerade untersagt sind. Aber sonst hat es was Entschleunigendes, diese Corona-Zeit. Also ich bin da auch etwas langsamer, noch bewusster geworden als vorher schon. Ja, jetzt hast du ja auch, um mal noch mal kurz ins Berufliche reinzugehen, hast du ja auch viel mit Menschen, auch wegen deines Berufes zu tun. Du bist auch selber ja Coach und Trainerin, auch in diesem Bereich, aber auch in einer anderen Branche noch und hast natürlich mit vielen Menschen zu tun. Der Vorteil, den ich jetzt so sehe, ist ja wirklich du kannst dich vielleicht, sag ich mal, besser einfühlen in die Menschen oder höher einfühlen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch anstrengend. Also als Unternehmer, da darf man auch so den einen oder anderen Tipp gerne mal entgegennehmen, wie man besser damit umgeht, ne? Wenn man hochsensibel ist und Unternehmerin oder Unternehmer ist. Ja, und in meiner Beratungstätigkeit habe ich es zum Glück fast immer nur mit Einzelkunden zu tun oder Klienten, Mandanten, wie man sie auch immer nennt. Das heißt, ich bin im 1:1 Gespräch. Ja. Das Schöne daran ist, ich kriege wirklich sehr viel mit, also kann den Menschen gut erfassen, bin sehr empathisch. Wichtig ist, und das habe ich auch gelernt, damit umzugehen, nach diesem Gespräch, was auf gar keinen Fall länger als 2 Stunden dauern sollte, okay, habe ich für mich festgestellt. 1 Stunde, 1,5 Gespräch sind sehr gut. Und dann kommt ja neben dem Gespräch auch so viele Eindrücke. Und nach dem Gespräch nehme ich mir erstmal eine Pause, mindestens 10, 15 Minuten, frische Luft, was auch immer. Und dann nehme ich mir noch mal 1/2 Stunde, um das Gespräch nachzubereiten, mir Notizen zu machen, was war wichtig, alles, was so zwischen den Zeilen gesagt wird, das notiere ich mir dann. Und natürlich mache ich dann nicht gleich 1 Stunde später den nächsten Termin, sondern am Tag maximal 2 solche intensiven Gespräche, eins am Vormittag, eins am Nachmittag. Ja, okay. Also das heißt, die Regenerationszeit oder generell regenerieren ist mega, noch mehr wichtig für hochsensible Menschen, weil sie ja sehr, ich nenne es mal so, ausschlagen, gefühlsmäßig, ne? Ist es sehr noch wichtiger als für normale Menschen jetzt, ne? Ja, also auch die nicht hochsensiblen Menschen sollten nicht im Stundentakt hochkonzentrierte Gespräche machen. Das strengt sehr an. Ja. Das führt dann einfach zu Überlastung. Aber Hochsensitive dürfen sich immer noch eine Extrapause mehr nehmen als die anderen. Ja, okay. Also ich habe jetzt rausgehört, ganz, ganz wichtig ist vor allem, dass man das auch annimmt, dass man das ist, wenn man es herausgefunden hat, sage ich mal, dass man das annimmt und nicht in einer, oh je, jetzt irgendwie, ich bin schuld und ich opfer, sag, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dass man nicht in diese Ohnmacht reinfällt, dass man so handlungsunfähig wird. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das habe ich so rausgehört, auf jeden Fall. Das ist schon,
schon mal ein guter Tipp, die Situation also anzunehmen. Ne? Das ist sehr wichtig. Und dann einfach sich immer besser auch kennenzulernen, damit man selber weiß, wie man tickt, ne? Bei was man wie tickt. Ja. Ja. Und am Schluss ist es natürlich noch... Ja, und ja. Ich wollte sagen, das fand ich sehr gut von dir, wie du gesagt hast, sich anzunehmen, ja, und auch die Hochsensibilität, die Wahrnehmungsstärke annehmen und sagen, okay, ich bin wahrnehmungsstark, wie gehe ich jetzt damit um? Und nicht sagen, und so hat es ein Freund von mir schon mal gesagt, und was mache ich jetzt dagegen? Nein, nicht dagegen. Es ist keine Krankheit. Wie gehe ich mit dieser Stärke um? Genau. Wie nutze ich diese Stärke? Wie stärke ich diese Stärke, damit wieder die Schwächen schwächer werden? Auf jeden Fall, ja. Wir kennen uns natürlich jetzt auch ein bisschen, wir arbeiten ja auch zusammen. Deswegen wissen wir also beide sozusagen schon, wie man mit beiden Seiten in Anführungsstrichen natürlich nur wieder auch umgeht. Also das Annehmen ist total wichtig und wirklich, was du immer auch super machst, ist das Positive daraus zu ziehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, denn es ist eine Stärke und eine Gabe. Das kann man sagen. Es ist definitiv keine Krankheit, sondern eine Gabe. Genau. Und das finde ich auch ein wunderbares Schlusswort zu dem Thema, dass es eine Gabe ist. Und vielleicht haben wir dich ein bisschen inspiriert oder du hast auch noch weitere Fragen, dann trau dich auf jeden Fall und sprich uns darauf an, auch die Silke direkt oder auch mich. Und vielleicht können wir dir ja in der Hinsicht helfen, aber nicht nur selber, wenn du das hast, HSP oder Hochsensibilität oder wie du es nennst, sondern auch, wenn du mit Menschen zu tun hast, die das haben, sage ich mal. Ne? Auch dann sehr... Die es sind, genau, die diese Gabe haben. Genau. Ja, Kontaktdaten und alles werden wir unter das Video schreiben. Und schreib auch auf jeden Fall deine Erfahrung, egal ob oder nicht, schreib deine Erfahrung auch gerne unter das Video drunter, damit auch andere, die das Video sehen, davon partizipieren können. Und wir sagen, erstmal sage ich lieben, lieben Dank, liebe Silke, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und darüber mit mir gesprochen hast. Und dir sagen wir, lass es dir auf jeden Fall gut ergehen und tschüss und danke. Dankeschön. Danke für das Zuschauen.